Ich begrüße die Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu einer weiteren schiefe Ebene Aufgabe. Das ist Aufgabe 6 aus November 15. In dieser Aufgabe geht es um zwei Gebiete, und zwar einmal schiefe Ebene und das zweite ist Festigkeit. Dort gibt es, ich habe eine Playlist dazu gemacht mit Zug, Druck, Scherung. Da empfehle ich euch, diese Playlist erstmal ein bisschen durchzugehen, damit ihr wisst, worum es dabei geht. Denn hier werde ich ein paar Sachen halt so überspringen eventuell. Also. Hier in der Aufgabe haben wir einen Gegenstand und er hat eine Masse von 35 Tonnen, wird mit einem Wagen, der Wagen selbst hat eine Masse von 12 Tonnen gezogen. Wir haben eine schiefe Ebene. Oder die schiefe Ebene hat eine Steigung von 15%. Und dann haben wir in der Aufgabenstellung noch folgende Werte gegeben. Die Streckgrenze 580. Wir haben Drahtdurchmesser von 1,5 mm. Und wir haben die Sicherheitszahl 2,7. Sehr, sehr wichtig. Ganz zum Schluss steht auch etwas in der Klammer. Und zwar Reibung wird vernachlässigt. In diesem Fall wird es entscheidend sein. Das klären wir gleich auf. Gesucht ist die notwendige Anzahl der Drähte des Stahlseiles. Folgendermaßen ist die Aufgabe zu verstehen. Wir haben dort auch eine Abbildung gegeben, und zwar haben wir hier einen Wagen. Ich mache mal die schiefe Ebene so. Und wir haben hier einen Wagen. Auf diesem Wagen befindet sich einfach ein Gegenstand, und der Gegenstand wiegt 35 Tonnen und der Wagen selbst wiegt 12 Tonnen. Und dieser Wagen wird jetzt hier so hochgezogen mit Hilfe eines Stahlseils. Jetzt ist bei der Aufgabe gesucht ist die notwendige Anzahl der Drähte des Stahlseils. Man muss das folgendermaßen verstehen, und zwar ein Stahlseil hat ja einen Durchmesser. Aber so ein Stahlseil besteht aus dünnen Einzeldrähten. So ganz kleine dünne, und das sind ganz, ganz, ganz viele, die zusammengeflechtet werden, und zusammen ergeben die dann quasi dieses Stahlseil. Und jetzt geht es darum herauszufinden, wie viele dieser Drähte, die ein Durchmesser von 1,5, jeder einzelne hat einen Durchmesser von 1,5, wie viele Stück davon benötigen wir, damit das Seil halt, das Stahlseil jetzt nicht reißt. Also es soll ja eine gewisse Masse hier hochziehen, und wie viele Drähte brauchen wir, damit es halt nicht nachgibt. Wie löst man so eine Aufgabe? Wie gesagt, Thema Festigkeit, sehr, sehr wichtig. In diesem Fall muss man halt die Situation betrachten. Es gibt einige Indizwörter, die uns zu der Formel führen, aber dafür muss man ein bisschen Erfahrung gehabt haben mit der Festigkeitsplayliste. Und zwar, in dem Seil entsteht in dem Moment, wenn es dieses Fahrzeug oder diesen Wagen nach oben zieht, steht dieses Seil ein Zug. Man zieht quasi in dem Seil, und das ist ein Stichwort, wo es euch, ihr müsstet quasi sofort im Stichwörterverzeichnis und das Stichwort Zug nachschauen. Das führt euch dann sofort zu diesen Formeln hier, die wir benötigen, und zwar die Zugspannung ist Kraft durch Fläche, und dann habt ihr auch noch die zulässige Zugspannung dort gegeben mit die Streckgrenze durch die Sicherheitszahl. Und diese Formeln werden wir benötigen. Es gibt noch andere Indizwörter, die uns zu diesen Formeln führen. Und zwar in dem Text steht ja zum Beispiel RE, die Streckgrenze oder Sicherheitszahl. Das muss euch dann sofort, wenn ihr zum Beispiel die Playliste Festigkeit gemacht habt, da werdet ihr sofort merken, oh, diese beiden Wörter führen uns immer zu diesen Formeln mit Zug, Druck oder Scherung. Da muss man nur gucken, was haben wir jetzt in dieser Situation, und das Seil wird ja auf Zug belastet. Nun, wie kann uns diese Formel hier irgendwie helfen, die Anzahl der Drähte zu bestimmen? Zunächst einmal müssen wir herausfinden, was für eine Fläche muss dieses Stahlseil überhaupt haben, damit es nicht bricht. Und die Fläche ist diese Formel hier. Man müsste hier diese Formel nach der Fläche umstellen, und somit, wir verwenden ja diesen Trick, wenn etwas unter dem Bruchstrich gesucht wird, einfach Plätze tauschen, und die benötigte Fläche wäre jetzt die Kraft durch die Zugspannung in dem Moment.
Ja, und jetzt schauen wir uns das mal wieder an. Na gut, und woher entnehme ich die Kraft? Denn hier steht ja nicht, das Seil wird mit dieser Kraft belastet, sondern wir müssen es halt mit Hilfe der schiefen Ebene ausrechnen. Was für eine Kraft benötige ich, um diese gesamte Masse hochziehen zu können? Und ja, jetzt kommen wir halt wieder zum Thema schiefe Ebene. Da empfehle ich euch Stichwörterverzeichnis schiefe Ebene zu schauen. Dann haben wir ja diese Standardformeln. Und bevor wir die anwenden, machen wir ja wieder wie gewohnt unsere drei Sätze. Zunächst mal FZ, wo wir ja hinwollen. Es ist ja in dem Fall berghoch. FR immer entgegengesetzt von FZ. Das alles bleibt wie gewohnt. Und FH immer bergrunter. Das haben wir ja schon in den Videos davor alles gemacht. Jetzt der vierte Satz. Und zwar Kräfte in die gleiche Richtung werden addiert. Der Rest wird nach dem Gleichheitszeichen addiert. Wenn wir uns das hier anschauen, in die gleiche Richtung ist FH und FR. Ich mache das mal hier neben als Nebenrechnung. So. FH plus FR werden addiert und der Rest kommt nach dem Gleichheitszeichen und da bleibt nur FZ. So, und das ist ja gesucht. Wir müssen jetzt hier tatsächlich FZ herausfinden. Mit was für eine Kraft müssen wir ja, diese Werkstücke und den Wagen hochziehen? Diese Kraft müssen wir dann hier oben einsetzen. Nun, als allererstes müssten wir ja herausfinden, wir brauchen jetzt einfach nur zwei Werte, einmal FH und FR. Jetzt gehen wir systematisch vor und sagen, na gut, wie berechnen wir FH in der schiefen Ebene? Stichwort schiefe Ebene, da habt ihr ja diese Formeln. FH ist nichts anderes als FG mal Sinus Alpha. Jetzt schauen wir zunächst mal, okay, haben wir FG? Nein. Müssen wir ausrechnen? Ja. Und zwar folgendermaßen, da habt ihr ja diese Formel, FG ist mit M mal G. FG, M mal G. Und jetzt, was haben wir denn hier für eine Masse? Sehr wichtig, der Wagen wiegt 12 Tonnen und der Gegenstand in dem Wagen oder auf dem Wagen wiegt 35. Das heißt, wir müssen eine Gesamtmasse ziehen von 47 in dem Fall. Man müsste jetzt hier vielleicht eine kleine Nebenrechnung machen. Masse gesamt ist 12 plus 35, aber das überspringe ich jetzt. So, und dann machen wir 47.000 Kilogramm mal die Fallbeschleunigung 9,81 Meter die Quadratsekunde. Schauen wir mal nach, was wir für eine Gesamtmasse jetzt da hochziehen. Gesamtkraft. So, 47, 1, 2, 3 mal 9,81. Dann haben wir 461,07. 461,070 Newton. Weshalb Newton? Ich empfehle euch unter Stichwort Mechanik zu schauen. Dort findet ihr die Einheitenseite und dort findet ihr die Gewichtskraft mit Fg, hat Newton als Einheit. Und Newton ist nichts anderes als Kilogramm mal Meter die Quadratsekunde, das haben wir ja in dem Moment Kilogramm mal Meter die Quadratsekunde. Deshalb hätte man hier Tonnen gelassen, dann wäre das nicht Newton. Deshalb habe ich sofort schon in Kilogramm umgewandelt. Ja, als nächstes bräuchten wir für die Formel FH, FG haben wir jetzt. Es bräuchten wir nur den Winkel Alpha. Und den Winkel Alpha ist uns nicht gegeben. Zwar steht hier 15%, aber Winkel wird ja in Grad angegeben. Die Steigung hat jetzt hier 15%. Jetzt müssen wir das mit der Winkelfunktion lösen. Dazu muss man Folgendes wissen. 15% bedeutet, auf 100 Meter Länge haben wir 15 Meter Höhe. Das ist sehr, sehr entscheidend zu wissen. Und ja, mit Hilfe von diesen Tricks kann man jetzt hier hergehen und Stichwort Winkelfunktion bei euch in der Formelsammlung mal suchen. Da haben wir diesen Winkel oder diesen Dreieck und wir suchen ja hier Alpha. Das ist ja hier Alpha bei der schiefen Ebene in der Ecke. Jetzt gucken wir mal nach. Wir haben die Ankathete in dem Falle mit 100 und die Gegenkathete mit 15. Schauen wir mal nach, welche Formel wir jetzt hier benötigen von diesen dreien. Ankathete und Gegenkathete. Das hier ist die Tangensformel. Jetzt müsste man rein theoretisch die Tangensformel nach Alpha umstellen, denn das ist ja gesucht. Wir wollen nur Alpha hier in dem Moment haben. Brauchen wir nicht, denn die IHK kommt uns da entgegen und hat für uns schon die Formel umgestellt. Somit wäre jetzt in dem Fall Winkel Alpha ist eigentlich nur Arctangens. Und dann müssen wir nur gucken, wofür steht A. A ist die Gegenkathete und B ist quasi die Ankathete. Kann man ja auch hier sehen. Das heißt, Gegenkathete wäre jetzt 15 Meter durch die 100 Meter.
Ja, und dann können wir jetzt schauen, was dann für eine Winkelzahl dabei herauskommt. Jetzt sehr, sehr wichtig, Arctangens bedeutet nicht Tangens, sondern das Gegenteil davon. Ihr seht ja hier hoch minus 1, deswegen Shift und dann auf Tangens, dann kommt das hier, bedeutet Arctangens, jetzt 15 geteilt durch die 100. 8,53. So. 8,53 Grad. Und jetzt können wir tatsächlich auch FH ausrechnen. Diese beiden Werte haben wir. Jetzt schreibe ich mal die FH-Formel hier auf. FH wäre jetzt FG mal Sinus Alpha. So, FG 46170 Newton mal Sinus. Und wir haben einen Winkel von 8,53 Grad. So. 4, 6, 1, was war das? 0, 7, 0 mal Sinus 8,53. Dann haben wir eine Kraft von 6,838. Moment, ich muss mal kurz schreiben. FH wäre 6,8389, 389,24 wäre das in dem Falle. So. 0,24 Newton. Nun sind wir mit der Aufgabe auch schon fertig. Weshalb? Folgendermaßen ist das zu verstehen. Wir müssen ja die Kraft berechnen, die wir benötigen, um das Werkstück jetzt quasi hier hochzuziehen. Und jetzt haben wir die FH berechnet. FH steht ja für die Hangabtriebskraft. Das heißt, das Werkstück zieht uns nach unten mit so viel, mit 68.000 Newton. Deshalb muss das Seil 68.000 Newton ja aushalten. Rein theoretisch müsste man auch die Reibkraft ausrechnen, denn wir müssten die Reibkraft auch überwinden, die ja hier herrscht auf dem Boden. Es haftet quasi auf dem Boden der Wagen und diese Reibkraft müsste man ja auch überwinden. Das wäre dann zusätzlich, dass wir dann nochmal eine Kraft addieren. In dem Fall aber, und zwar in der Aufgabenstellung, steht extra in Klammer, Reibung wird vernachlässigt. Und das steht sehr, sehr häufig und zwar ab und zu steht dort Luftreibung wird vernachlässigt oder sonstiges. Das sind aber auf einzelne Sachen bezogen. Und in diesem Moment, wenn einfach nur steht, Reibung wird vernachlässigt, dann wird das verallgemeinert, dass jegliche Reibung nicht existiert. Und dadurch sind wir mit der Aufgabe fertig, denn die Reibung, die Kraft Fr, Reibkraft, die haben wir in dem Moment nicht, wegen diesem Satz. Sehr, sehr wichtig. Und somit wäre unsere Zugkraft eigentlich nur gleich groß Fh und Fh ist ja 68.389. Mehr müssen wir nicht tun. Das können wir jetzt hier oben einsetzen. Unser Seil muss nur in dem Falle 68.000 aushalten. Das für den ersten Schritt. Ja, und jetzt fragt man sich, na gut, wie berechne ich dann die Streckgrenze als nächstes? Wir haben ja hier eine, was haben wir hier gegeben? Eine Streckgrenze von 580 Newton pro Quadratmillimeter. Und achso, das hier ist ja die Zugspannung, genau. Und wir sollen die Zugspannung berechnen. So. Also wie berechnet man die Zugspannung? Naja, das hier, wir haben die Streckgrenze 580 und im Normalfall würden wir hier ganz einfach die 580 einsetzen. Denn in der Playliste zur Festigkeit habe ich ja erklärt, Streckgrenze kann man auch Zugspannung gleichsetzen. Und im Normalfall würden wir hier 580 auch einsetzen. Die Sache ist aber, wir haben eine Sicherheitszahl gegeben. Und dadurch müssen wir die Formel darunter nehmen, denn hier haben wir die Streckgrenze durch die Sicherheitszahl, dann bekommen wir die Zugspannung auch. Manchmal ist die Sicherheitszahl nicht angegeben, dann kann man sofort die Streckgrenze hier oben einsetzen. Deshalb machen wir eine kleine Nebenrechnung, und zwar machen wir die hier so. Die zulässige Zugspannung wäre RE durch die Sicherheitszahl. Und dann, somit machen wir 580 Newton pro Quadratmillimeter und das teilen wir durch die 2,7. Ich hoffe, die 2,7, genau, 2,7. Schauen wir nach, was jetzt hierbei rauskommt. Die 580 teilen durch die 2,7. Dann haben wir eine
zulässige Zugspannung von 214,81. So, 214,81 Newton pro Quadratmillimeter, die Einheit bleibt. Und das können wir jetzt hier für die Zugspannung hier oben einsetzen. So, das Seil muss eine Kraft in dem Moment von 68.389,24 Newton aushalten und es hat eine Zugspannung von 214,81 Newton pro Quadratmillimeter. Und ihr müsst jetzt sehen, Newton und Newton kürze sich, da bleibt Quadratmillimeter übrig. Somit, das ist ja dann, das steht ja dann für die Fläche. 6, 8, 3, 8, 9,24 und das teilen durch die 214,81. 318,37. So, wir benötigen eine Fläche von 318,37 Quadratmillimeter. Es ist noch anzumerken, dass man diese Aufgabe auch auf andere Art und Weise lösen kann. Das hier ist eine Vorgehensweise. Jetzt ist das folgendermaßen zu verstehen. Damit das Seil nicht reißt oder unter dieser Bedingung, dass wir diese 47 Tonnen hier hochziehen, brauchen wir eine Fläche, muss das Seil eine Fläche von 318 Quadratmillimeter haben. Jetzt ist aber die Frage, na gut, und was ist denn mit der Anzahl? Wie viele dieser kleinen Drähte benötigen wir? Naja, was wir über diese kleinen Drähte wissen, ist, dass es ja quasi einen Durchmesser von 1,5 Millimeter hat. Jetzt kann man mit Hilfe dieses Durchmessers einfach die Fläche ausrechnen und zwar unter Stichwort Kreis. Schaut ihr bei euch nach und dann findet ihr die Formel a ist d Quadrat mal pi durch 4. Und das können wir jetzt in den Taschenrechner mal eingeben, um zu gucken, was für eine Fläche hat denn eigentlich so ein kleines, so ein dünner Einzeldraht. Das heißt, zum Quadrat mal pi geteilt durch die 4. Das hat eine Fläche von 1,77 in dem Moment. So, 1,77 Quadratmillimeter. Das heißt, so ein kleines Seil hat 1,77 Quadratmillimeter. Und wie viele benötigen wir dann, damit wir die Gesamtfläche von 318 Millimeter auffüllen können, ausfüllen? Naja, die Anzahl würde man jetzt hergehen und sagen, die Anzahl wäre jetzt zum Beispiel S geteilt durch A, die 318 geteilt durch die 1,77. 318,37 geteilt durch 1,77. Und wir benötigen 179,87 Drähte. So, 179,87, was noch darauf hinweist, es gibt ja keinen 87 Draht, deswegen machen wir 180 Drähte benötigen wir. Dann sind wir auch mit der Aufgabe schon fertig. Ich hoffe, es war verständlich erklärt. Ich bedanke mich von ganzem Herzen weiterhin fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.